Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Die Welt ist ihm nicht genug, offenbar, aber seine SpaceX-Abenteuer im Welt wohl auch nicht. Also nahm Multimilliardär Elon Musk vor nicht mal zwei Wochen die Online-Welt ins Visier und kündigte an, den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen zu wollen. Und wie so oft, wenn Musk sich was in den Kopf setzt, gesagt, getan. Vor gut einer Stunde kam die Meldung, Musk werde die Mehrheit von Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Was er mit einem klaren Yes bejubelte, natürlich auf Twitter. Der Chef des E-Autobauers Tesla hat in der Vergangenheit bereits einen Anteil von gut 9% der Aktien des Börsenunternehmens erworben. Eine komplette Übernahme hatte der Verwaltungsrat von Twitter zwar versucht zunächst abzuwehren, offenbar aber erfolglos. Was bedeutet das nun für das einflussreiche Social-Media-Netzwerk und was hat Musk vor? Dazu gleich mehr, zunächst Kerstin Klein mit einem Überblick. Ich hoffe, dass selbst meine schlimmsten Kritiker auf Twitter bleiben, schreibt Elon Musk heute eben dort. Denn genau das bedeutet freie Meinungsäußerung. Musk selbst sieht sich als Verteidiger dieser Freiheit, verspricht, Twitter zur globalen Plattform für Redefreiheit machen zu wollen. Bereits vor Wochen hatte der Multimilliardär angekündigt, den Kurznachrichtendienst übernehmen zu wollen. Jetzt hat der Verwaltungsrat nach anfänglichem Widerstand zugestimmt. Hey Elon Musk, das ist doch eine gute Woche, um Donald Trump zu befreien, twittern prompt die Republikaner im Kongress. Sie haben sich immer wieder über vermeintliche Zensur durch den Kurznachrichtendienst beklagt. So wurde Trumps Account dort nach dem Sturm aufs Kapitol gesperrt. Elon Musk kauft Twitter nicht aus finanziellen Gründen, obwohl er sicher auch daran verdienen will. Er kauft es aus ideologischen Gründen und das ist entscheidend. Rund 44 Milliarden US-Dollar kostet der Deal. Twitter soll nun von der Börse genommen und privatisiert werden. Verena Bünden in Washington. Twitter wollte doch eigentlich nicht. Wie kam es jetzt nun doch zu diesem Deal? Ja, tatsächlich hat sich Twitter zunächst vehement gegen diese Übernahme gewehrt. Man hat über eine sogenannte Giftpille nachgedacht. Das sind Gegenmaßnahmen, bei denen Aktionäre also günstige Anteile kaufen können, um den Angreifer Musk abzuwehren. Es gab wohl auch Zweifel, wie flüssig Musk tatsächlich wäre bei diesem Kauf. Denn er ist zwar der reichste Mann der Welt, aber ein Großteil seines Vermögens ist in Aktien angelegt. Und der Wendepunkt war dann eigentlich am Donnerstag erreicht, als Musk einen umfassenden Finanzierungsplan über damals noch 46,5 Milliarden Dollar vorgelegt hat, mit den Kreditzusagen von namhaften US-Banken. Und er hat außerdem eine Reihe von Videokonferenzen geführt mit wichtigen Aktionären, hat also versucht, die zu überzeugen von seiner Übernahmeidee. Und durch all das ist der Druck der Anteilseigner so gewachsen auf den Twitter-Vorstand, dass die sich dann doch für Verhandlungen geöffnet haben und dass dieser Verkauf jetzt quasi von ihnen, also eine Bereitschaft zu diesem Verkauf jetzt quasi signalisiert wird. Und wenn das dann alles wirklich juristisch über die Bühne geht, welche Auswirkungen wird das denn jetzt für Twitter haben und vor allem für die Nutzer? Also ganz im Detail kann man das noch nicht sagen, denn Musk hat auch jetzt bei den Verhandlungen da mit dem Vorstand noch keinen detaillierten Strategieplan vorgelegt. Aber wir wissen ja, dass er Twitter in der Vergangenheit vehement kritisiert hat, dass da eben in seinen Augen zu harsche inhaltliche Zensur stattgefunden hätte und dass er eben das Ziel hat, Twitter zu einer globalen Plattform für freie Meinungsäußerung auszubauen. Und da gibt es eben schon die jubelnden Trump-Anhänger, die hoffen, dass der Ex-Präsident jetzt hier sein Megafon, seinen Twitter-Account zurückbekommt, aber Elon Musk hat sich bislang dazu noch nicht genau geäußert, wie er mit dem Fall Trump umgehen will. Wir gehen aber davon aus, dass er inhaltliche Regeln lockern will im Falle von Twitter. Verena, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Der Krieg in der Ukraine, er wird auch auf Social Media geführt. Die Posts des ukrainischen Präsidenten Zelensky etwa motivieren die Verteidiger, senden fast täglich unbeugsamen Überlebenswillen in die Welt. Doch um den auch aufrechtzuerhalten, ist noch mehr die Versorgung der Ukraine mit Nachschub und Waffen zentral. Und während bei uns die Debatte zur Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland weiter an Fahrt aufnimmt, gleich dazu auch ein Gespräch mit dem Oppositionsführer im Bundestag Friedrich Merz, bekam Präsident Zelensky eine Zusage über zusätzliche 300 Millionen Dollar Militärhilfe aus den USA und dazu noch hohen Besuch in Kiew. David Sayons fasst zusammen.
Ein Treffen mit großer Symbolkraft. Der erste Besuch von Top-Regierungsvertretern aus den USA seit Beginn des Krieges. Verteidigungsminister Austin und Außenminister Blinken in Kiew. The reason we're back is because of you. Der Grund, dass wir zurück sind, sind Sie. Wegen des außergewöhnlichen Mutes, der Führungsstärke und des Erfolgs, mit dem Sie diese schreckliche russische Aggression zurückgedrängt haben. Und es ist uns eine Ehre, hier zu sein. Verteidigungsminister Austin flog im Anschluss weiter ins rheinland-pfälzische Ramstein. Auf dem dortigen Luftwaffenstützpunkt hat er für morgen ein Verteidigungsministertreffen einberufen. Rund 40 Staaten sind eingeladen. Willkommene Unterstützung für den ukrainischen Präsidenten. Die USA und wir sind uns einig. Wenn die Demokratie in einem Land gewinnt, dann wird sie auf der ganzen Welt gewinnen. Wenn Freiheit in einem Land geschützt wird, dann ist sie auf der ganzen Welt geschützt. Rätselraten um diese Bilder aus Russland. Ein Öllager, 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, steht in Flammen. Ob ein Zusammenhang mit dem Krieg besteht, ist unklar. Erst vor wenigen Tagen war es in einer Forschungseinrichtung des russischen Militärs ebenfalls zu einem Brand gekommen. Das russische Militär greift inzwischen verstärkt die ukrainische Schieneninfrastruktur an. Nach ukrainischen Angaben wurden heute 5 Bahnstationen getroffen, unter anderem hier im westukrainischen Krasne. Was den ukrainischen Nachschub stören soll, macht den Menschen aus den umkämpften Gebieten die Flucht noch schwerer. Anfang des Monats hatte die Bundesrepublik 40 russische Botschaftsangehörige des Landes verwiesen. Eine Reaktion auf die Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha, die entdeckt worden waren nach dem Abzug der russischen Truppen dort. Nun folgte die Antwort aus Moskau. 40 deutsche Diplomatinnen und Diplomaten wurden aufgefordert, Russland zu verlassen. Den Schritt kritisierte das Auswärtige Amt zwar scharf, doch der Schritt war letztlich erwartet worden. Uns bewegte heute vielmehr ein anderes Thema weiter, das politische Berlin, die Frage nach der Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen. Da gibt es nach wie vor unterschiedliche Signale aus der Regierungskoalition und deshalb hatte die größte Oppositionsfraktion, die Union, ja am Wochenende einen eigenen Antrag angekündigt, um das dann auf parlamentarischer Bühne zu klären. Die Reaktion darauf fasst Christine Schweizer zusammen. Scholz, Habeck, Lindner, sie sind das Fundament der Ampel. Unerschütterlich schien der Auftakt von Rot, Grün und Gelb. Doch nach der Pandemie legt nun auch der Krieg in der Ukraine erste Risse offen. Soll man schwere Waffen liefern? FDP und Grüne drängen darauf. Der Kanzler zögert. Und die Union nutzt die Zerrissenheit, die Ampel zu treiben. Der Oppositionsführer Friedrich Merz will Rot, Grün und Gelb mit diesem Antrag zum Handeln zwingen. Darin fordern CDU und CSU, schnellstens schwere Waffen und Artilleriesysteme an die Ukraine zu liefern. Jetzt geht es darum, dass eine Entscheidung für schwere Waffen, das heißt auch für geschützte Fahrzeuge, auch für Drohnen, auch für Artillerie möglich ist. Ich glaube, dass eine Mehrheit im Deutschen Bundestag dies auch will. Der Kanzler will das bislang aber nicht. Die Union scheint einen wunden Punkt getroffen zu haben. In der SPD ist der Widerstand besonders groß und die Parteivorsitzende wettert gegen die Union. Es war in den vergangenen Jahrzehnten Tradition in Deutschland, dass Opposition und Regierung in Krisenzeiten, in außen- und sicherheitspolitischen Krisen zusammenstehen. Zu diesem Common Sense sollten wir zurückfinden. Doch auch in der Ampel formiert sich Widerstand zu Scholz' Position. Der grüne Vizekanzler hatte zuletzt den Druck erhöht und betont, wie wichtig schnelle Waffenlieferungen seien. Und Lindners FDP verabschiedete am Wochenende einen Antrag für die Lieferung schwerer Waffen. Darauf setzt die Union jetzt gezielt und buhlt um Stimmen aus den Reihen der Ampelkoalition. Wir unterstützen die politische Linie der FDP zu 100%. Und wir wollen das gemeinsam mit der FDP und vielen anderen parlamentarisch im Bundestag umsetzen. Für die Liberalen klingt das eher wie ein vergiftetes Geschenk. Nein, da werden Sie nicht erfolgreich sein. Wir sind in der Regierung mit SPD und Grünen. Und deswegen werden wir gemeinsam einen Antrag bringen. Wir freuen uns aber, wenn die CDU unserem Antrag zustimmen würde. Bis zur Abstimmung am Donnerstag dürften die Ampelmacher wohl noch ein paar Mal die Köpfe zusammenstecken, um die Machtprobe der Union im Bundestag abzuwehren. Und darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem Fraktionschef der Union, Friedrich Merz in Berlin. Guten Abend, Herr Merz. Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie setzen die Bundesregierung mit Ihrem Antrag also unter Druck. Aber ist das Thema nicht zu ernst, um daraus eine innenpolitische Auseinandersetzung zwischen Opposition und Ampelregierung zu machen? Herr Zamperoni, wir wollen keinen Streit mit der Bundesregierung. Aber wir müssen feststellen, dass die Bundesregierung selbst streitet. Und zwar schon seit Wochen. Die härteste Kritik an dem, was der Bundeskanzler tut, kommt nicht von uns. Sondern diese Kritik kommt aus den Reihen der Koalitionsfraktionen bis hin zu einer Ausschussvorsitzenden, die dem Bundeskanzler Hütchenspiele vorwirft. Also viel härter kann die Kritik nicht mehr kommen. Von uns kommt sie in dieser Form nicht. Aber aus der Regierung heißt es, man bemühe sich ja um eine breite Unterstützung für die Ukraine. Stichwort Ringtausch, Stichwort Finanzpaket. Und was Sie da jetzt versuchen, das sei ein politischer Move, um eben genau diese Differenzen in der Ampel, die Sie gerade angesprochen haben, noch offener zu legen. Sind Sie sich ganz sicher, dass Ihr Antrag da nicht auch etwas damit zu tun hat, dass in wenigen Wochen gleich zwei wichtige Landtagswahlen stattfinden? Wir hätten kein anderes Wort in diesen Antrag geschrieben, den wir in der letzten Woche sorgfältig erarbeitet haben, wenn diese Wahlen nicht wären. Wir haben im Gegenteil sehr sorgfältig darum gerungen, ob wir und wenn ja, was wir vorschlagen sollen, insbesondere zum Thema Waffenlieferung. Das tut sich niemand leicht damit. Wir wissen, dass es hier um ein sehr ernsthaftes Thema geht. Wir sehen allerdings auch, dass die Regierung streitet. Und wenn eine Regierung streitet, dann ist es die Aufgabe der Opposition, das zum Thema zu machen. Stellen Sie sich einen kurzen Augenblick vor, wir würden das nicht machen. Wir würden von Ihnen, aber auch von vielen politischen Wettbewerbern den Vorwurf bekommen, unsere Rolle nicht auszufüllen. Wir tun das, allerdings mit dem festen Willen, die Koalition dazu zu bringen, dass wir einen gemeinsamen Entschließungsantrag am nächsten Donnerstag im Deutschen Bundestag einbringen und verabschieden. Und deswegen haben die Koalitionsfraktionen den Text, den wir erarbeitet haben, am Wochenende bereits bekommen. Wir haben den Text informell zur Verfügung gestellt und allen drei Koalitionsfraktionen gesagt, wenn ihr wollt, dass wir uns einigen, dann sagt uns Bescheid, wir sind zum Gespräch jederzeit bereit. Kamen da denn schon Signale von der Ampelregierung diesbezüglich? Nein, wir haben bis jetzt nichts gehört. Stattdessen lesen wir in den Zeitungen, dass aus dem Kanzleramt Texte bereits veröffentlicht werden, in denen die Beamten des Kanzleramtes an den Texten der Regierungsfraktionen herumbasteln und vor allen Dingen das Thema Waffenlieferungen herausstreichen wollen. Also offensichtlich geht der Streit weiter und der Streit wird insbesondere vom Kanzleramt ausgelöst. Also, ich rufe die Koalition auf, sich hier auch zu einigen, damit wir aus Deutschland heraus mit einer überzeugenden und klaren Position auch unseren Verpflichtungen nicht nur der Ukraine gegenüber wahrnehmen können, sondern auch den Bündnispartnern klar sagen, was Deutschland kann und was Deutschland politisch will. Der Knackpunkt scheint ja die Lieferung von schweren Waffen zu sein. Die fordern Sie ja auch, direkt aus den Beständen der Bundeswehr zu liefern. Es gibt aber nicht wenige Stimmen, die sagen, dass die Bundeswehr kaum was abgeben könne. Entweder weil Gerät kaputt oder nicht einsatzfähig ist oder weil wir sonst selbst blank dastünden und die Verteidigungsfähigkeit des Landes nicht mehr gewährleistet ist. Ist Ihnen das egal? Nein, Herr Zamperoni, das ist uns natürlich nicht egal. Zunächst einmal gibt es bei der Industrie Bestände, die dort stehen und die dort auch mobilisiert werden könnte. Und das weiß die Bundesregierung seit 6 Wochen. Zum Zweiten, wenn es so wäre, dass die Bundeswehr nichts mehr hat, warum bietet die Bundesregierung denn dann anderen europäischen Ländern einen Ringtausch an, dass Panzer geliefert werden, zum Beispiel aus Slowenien, und dafür Panzer aus dem Bestand der Bundeswehr an Slowenien zurückgeliefert werden? Also das stimmt doch hinten und vorne nicht, was da behauptet wird. Das sind alles Versuche, einen Streit vor der Öffentlichkeit zu kaschieren, den es in Wahrheit innerhalb der SPD gibt. Die SPD weiß nicht, was sie will, und der Kanzler laviert herum. Und da muss nun Klarheit geschaffen werden. Und wer soll das denn tun, wenn nicht eine Opposition? Jedenfalls ist so zu versuchen, wie wir es in unserer Verantwortung tun. Und deswegen muss der Deutsche Bundestag darüber beraten und entscheiden. Sie nennen es Lavieren, was der Kanzler macht. Aber der Kanzler argumentiert ja mit seiner Zurückhaltung für die Lieferung schwerer Waffen. Es gehe auch darum, einen Atomkrieg zu verhindern. Ist das für Sie kein Argument? Das ist ein Argument, aber wenn das so wäre, dass dies wirklich ein ernsthaftes Argument sein müsste, dann richtet sich doch der Vorwurf gegen alle anderen Länder der Welt, die der Ukraine helfen, dass sie genau das tun, nämlich einen Atomkrieg vorbereiten. Warum sind eigentlich deutsche Waffen die einzigen, die eine solche Bedrohung
und eine solche Konsequenz auslösen könnten. Nein, das ist voller Widersprüche. Der Bundeskanzler hat ein Problem mit seiner eigenen Partei und versucht es vor der Öffentlichkeit zu kaschieren. Und deswegen möchten wir, dass wir jetzt hier Klarheit haben, auch und besonders im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind hier nicht nur als Opposition aufgefordert, etwas zu tun, sondern wir haben eine staatspolitische Verantwortung für dieses Land. Und die nehmen wir mit den Mitteln, die wir als Opposition haben, in unserer eigenen Verantwortung wahr. Aber was glauben Sie, wird denn jetzt rauskommen, wenn das am Donnerstag vors Parlament kommt? Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Tagen in der Lage sind, einen gemeinsamen Text zu haben. Wie gesagt, unser Vorschlag liegt vor. Die Bundesregierung sollte ihre eigenen Vorschläge machen. Darauf warten wir. Und dann verhandeln wir. Wir sind alle in Berlin. Wir haben die notwendige Zeit. Die nehmen wir uns dafür. Und dann sollten wir am Donnerstag, wenn es gut läuft, einen gemeinsamen Text im Deutschen Bundestag haben. Eine gemeinsame Position von CDU, CSU, FDP, Grüne, SPD, die der Bundesregierung dann auch die Grundlage gibt, solche Entscheidungen mit Waffenlieferungen zu treffen. Und dann kann sie sich auf ein sehr breites Mandat des Deutschen Bundestages beziehen, das weit über die Grenzen ihrer eigenen Koalitionsfraktion hinausreicht. Sagt der Fraktionschef der Union, Herr Merz. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Dass der letzte lebende Altkanzler der SPD nach seiner Amtszeit nicht den klassischen Weg des Elder Statesman eingeschlagen hat, sondern den des Geschäftsmann in Diensten vor allem russischer Energieversorger, das war schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine auch vielen Sozialdemokratinnen und Demokraten ein Dorn im Auge. Nun wird die Causa Gerd Schröder zunehmend zur Belastung für die Regierungspartei. Denn Schröder zeigte sich nicht nur unbeirrt, er legte am Wochenende in einem Gespräch mit der New York Times nochmal nach. Ein Kappen seiner russischen Geschäftsbeziehungen kommt für ihn derzeit offenbar nicht in Frage. Und so fragt sich die SPD nun, wie lange sie Schröder noch in ihren Reihen halten will oder kann. Nicole Konert. Es sind Bilder und Worte von Altkanzler Schröder in der New York Times, die vielen Sozialdemokraten nun reichen. Mea culpa sei nicht so sein Ding, erklärt Schröder im Gespräch mit der Zeitung, zeigt bewusst keine Reue wegen Geschäften mit Putin. Am Morgen eine verärgerte SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken. Auf die Frage, ob Schröder aus der SPD austreten sollte, antwortete sie im Deutschlandfunk mit ja. Wie kam es dazu? Wenn Sie konkret fragen, was ist gewesen, seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf von der Kriegsverbrechen, ist absurd. Und wir hatten Gerhard Schröder ja klar aufgefordert, viele ehemalige Parteivorsitzende, Lars Klingbeil und ich, seine Mandate bei den russischen Konzernen niederzulegen. Das wäre notwendig gewesen, um sein Ansehen als ehemaliger und einst wirklich erfolgreicher Bundeskanzler zu retten. Leider ist er diesem Rat nicht gefolgt. Genervt von Schröder ist auch Thomas Kutschaty, SPD-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl, heute im Willy-Brandt-Haus. Denn der Fall sorgt für Gegenwind im Wahlkampf. Unionskonkurrent Hendrik Wüst greift in Sachen Schröder an. Die SPD hat vorher gesagt, wenn er bei seinen Positionen bleibt und wenn er vor allen Dingen bei seinen gut bezahlten russischen Jobs bleibt, kann er nicht in der SPD bleiben. Nun ist es Zeit, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Die SPD behauptet, sie habe kein Russland-Problem. Jetzt muss sie handeln. Handeln heißt für die Union, Schröder aus der SPD zu werfen. Ich sage an der Stelle sehr deutlich, die Sozialdemokratie hat kein Putin-Problem, die CDU hat ein Wahlkampfproblem. Das Schröder-Problem der SPD aber bleibt. Wie umgehen mit dem Gaslobbyisten und Putin-Vertrauten? Die Unruhe in der SPD ist groß. Die einen versuchen es mit Distanz. Gerd Schröder ist mit seiner Haltung in der deutschen Öffentlichkeit und auch in der SPD komplett isoliert. Langjährige Mitglieder im SPD-Ortsverein von Gerhard Schröder hingegen haben keine Geduld mehr. Er ist im Grunde genommen ein Lobbyist eines Kriegsverbrechers. Kann man es deutlicher sagen, und das als ehemaliger Kanzler. Einen sofortigen Parteiausschluss Schröders fordert die Basis. 14 Anträge dafür von Ortsvereinen gibt es schon, aber erst im Juni soll ein Parteiordnungsverfahren starten. Die Hoffnung ist, dass Schröder selbst vorher seine Mitgliedschaft beendet. Ich kann ihm das nur ans Herz legen. Zum Verhältnis der SPD zu Altkanzler Schröder hat Moritz Rödle aus unserem ARD-Hauptstadtstudio folgende Meinung. Gerd Schröder hat sicherlich einige Verdienste. In der SPD wird oft sein klares Nein zum Irakkrieg genannt. Aber irgendwann kann der Blick in die Vergangenheit die Gegenwart nicht mehr übertünchen.
Man fragt sich, auf was die SPD noch wartet. Der uneinsichtige ehemalige Vorsitzende ist nur noch Belastung für die Partei und auch für Deutschland. Vor Wochen hatten die SPD-Vorsitzenden Schröder einen Brief geschrieben, ihn aufgefordert, seine Aufsichtsratsmandate in russischen Firmen aufzugeben. Bis heute hat der Gaslobbyist nicht geantwortet. Das Interview in der New York Times vom Wochenende kann man daher wohl als Antwort werten. Schröder hat sich entschieden. Er will weiter an der Seite eines Kriegsverbrechers stehen. Ja, Parteiordnungsverfahren dauern. Und ja, es ist nicht klar, was am Ende dabei rauskommt. Die rechtlichen Einschätzungen gehen offenbar auseinander, ob man Gerhard Schröder wegen seiner Putin-Nähe aus der Partei ausschließen kann oder nicht. Aber genau deshalb wäre es wichtig, dass die SPD jetzt ein politisches Zeichen setzt. Klar macht, dass Lobbyismus für einen Kriegsverbrecher und die Mitgliedschaft in der SPD sich ausschließen. Die Schiedsordnung der Partei bietet dafür eine Möglichkeit. Der Parteivorstand könnte für die Dauer von zunächst 3 Monaten sogenannte Sofortmaßnahmen gegen Schröder beschließen. Zum Beispiel den Entzug der Mitgliedsrechte. Klar, das wäre am Ende auch nur ein symbolischer Akt. Aber es wäre eine glaubwürdige Distanzierung der Partei von ihrem ehemaligen Vorsitzenden. Mit den Aussagen vom Wochenende sollten inzwischen alle roten Linien überschritten sein. Gerhard Schröder hat sich entschieden. Er will weiter an der Seite eines Kriegsverbrechers stehen. Die Meinung von Moritz Rödle. Dieser Mann sitzt bereits seit 4 Jahren im Gefängnis, ohne dass er allerdings jemals zu dieser Strafe verurteilt worden wäre. Untersuchungshaft. Denn Osman Kavala soll angeblich einer der Verantwortlichen sein, die 2013 die Proteste im Gezi-Park gegen die türkische Regierung mitorganisiert haben. Westliche Staaten protestierten immer wieder gegen seine Haft. Heute nun gab es ein Urteil eines türkischen Gerichts und es ist extrem hart. Lebenslange Haft, weil er versucht habe, die Regierung Erdogan zu stürzen. Bernd Niebrügge. Für die Unterstützer des Kulturförderers Osman Kavala war das Urteil ein Schock. Buhrufe und Proteste, überall ist Taksim, überall ist Widerstand, rufen sie. 7 weitere Angeklagte erhielten langjährige Haftstrafen. In seiner Abschlusserklärung vor Gericht sprach der 64-jährige Geschäftsmann Kavala von einer politischen Inszenierung. Alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien frei erfunden. Wut und Enttäuschung bei Gezi-Unterstützern auch außerhalb des Justizpalastes über die ihrer Meinung nach konstruierten Urteile. Die Regierung ist völlig würdelos. Das ist eine Bande, das ist die Mafia. Können wir die als Richter oder Staatsanwälte ernst nehmen? Aber was habt ihr denn anderes erwartet? Das Gericht sprach Osman Kavala schuldig, 2013 die landesweiten Proteste um den Istanbuler Gezi-Park mit organisiert zu haben. Sein Ziel sei der Sturz der Regierung Erdogan gewesen. Vom Vorwurf der politischen und militärischen Spionage wurde Kavala dagegen freigesprochen. Dies geschieht letztlich nur, um den Europarat herauszufordern. Es geht darum, dass der Präsident dem Europarat Paroli bietet, weil der aufgrund des Prozesses gegen Osman Kavala ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei veranlasst hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schon 2019 den Prozess gegen Kavala als politisch motiviert eingestuft und die sofortige Freilassung des Menschenrechtsaktivisten aus der Haft gefordert. Doch Kavala kam nicht frei. Daraufhin eröffnete der Europarat das Vertragsverletzungsverfahren. Nach dem Urteil heute droht der Türkei im Europarat der Verlust des Stimmrechts oder der komplette Rauswurf. Oliver Meyer-Rüth in Istanbul. In den vergangenen Wochen sah es so aus, als ob die Türkei außenpolitisch Punkte machen wollte, etwa mit dem Versuch, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Und jetzt dieses Urteil, das sicherlich zu Konflikten mit dem Westen führt. Wie passt das zusammen? Ganz überraschend war es nicht. Es war absehbar und dennoch ist es widersprüchlich. Denn eigentlich konnte man bisher damit rechnen, dass die Türkei Wert legt auf ihre Mitgliedschaft im Europarat. Und da droht jetzt der Ausschluss. Offenbar will Erdogan festhalten an seinem harten, autoritären innenpolitischen Kurs. Osman Kavala, der steht für Menschenrechte, der steht für Demokratie. Und da prallen 2 Welten aufeinander mit Erdogan. Kavala ist auch eine Symbolfigur für Menschenrechtsaktivisten, für Oppositionelle hier im Land. Und möglicherweise denkt sich eben Erdogan, wenn ich den im Gefängnis behalte, dann ist das auch eine ständige Mahnung an die Oppositionellen, nicht zu weit zu gehen mit ihrer Kritik
und auf keinen Fall noch mal sowas zu starten wie 2013 bei den Gezi-Protesten, als Zehntausende auf die Straße gingen. Und das war offenbar auch ein ziemliches Trauma damals für den türkischen Präsidenten Erdogan. Oliver Mayrüth, danke nach Istanbul. Es war ein Aufatmen zu hören, fast überall in Europa, nachdem gestern am Abend das Ergebnis der Wahl in Frankreich feststand. Der alte Präsident wird auch der neue Präsident. Nicht nur für die Stabilität der EU hätte ein Sieg der rechtsextremistischen Marine Le Pen extreme Risse bedeutet. Doch der große Jubel, natürlich auch der im Lager von Emmanuel Macron, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Le Pen im Vergleich zur letzten Wahl erheblich mehr Stimmenanteile bekam. Siegte sie bei der Stichwahl 2017 nicht. Macron erhielt da 66,1% der abgegebenen Stimmen, während auf Le Pen nur 33,9% entfielen, waren es diesmal nur noch 58,54% für Macron und schon 41,46% für Le Pen. Sabine Boland berichtet. Das große Beben ist ausgeblieben, der Eiffelturm steht noch. Aus fast aller Welt gibt es Glückwünsche für den wiedergewählten Präsidenten. Der ukrainische Präsident Zelensky beglückwünscht einen wahren Freund der Ukraine. EU-Kommissionschefin von der Leyen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Und Bundeskanzler Scholz honoriert das starke Bekenntnis der Wählerinnen und Wähler zu Europa. International Zufriedenheit, aber wie sieht es in Frankreich selbst aus? Im Departement Seine-Saint-Denis verlassen sich wenige auf den Präsidenten. Mehr als 55% der Stimmen waren im ersten Wahlgang an den Linksaußenpolitiker Mélenchon gegangen, in der Hoffnung auf eine bessere Sozialpolitik. Mohsin Feni ist der Leiter einer Nachbarschaftsinitiative. Die hilft den Menschen hier im Viertel Amitié, zu Deutsch Freundschaft. Normalerweise interessiert sich keiner für uns, weder Politiker noch sonst wer. Kurz vor den Wahlen kommen sie dann mal, gehen von Tür zu Tür und danach sieht man sie nie mehr wieder. Auch der Präsident hatte versucht, die Wähler der Vorstädte auf seine Seite zu ziehen. In der Stichwahl haben in Seine-Saint-Denis mehr als 70% für ihn gestimmt, aber eher um die einwandererfeindliche Le Pen zu verhindern. Macrons große Herausforderung für die nächsten Wochen ist es, die Menschen zu beruhigen und zu zeigen, dass er es diesmal anders macht, dass er offener, inklusiver ist und sich um das Thema Kaufkraft kümmert. Bei der Nachbarschaftsinitiative sammeln sie Lebensmittel. Mohsin Feni zeigt, wie viele Menschen darauf angewiesen sind, weil sie kein Geld haben. Man hilft sich aber auch bei Jobsuche oder Behördengängen. Ich bin nicht wählen gegangen, ganz ehrlich, das bringt doch gar nichts. Macron hat weder für das Viertel noch für irgendjemanden hier irgendwas getan. Der soll mal herkommen und sich das hier anschauen. Macron wird sich aber erstmal auf die Parlamentswahl im Juni konzentrieren. Hier muss er sich eine Mehrheit sichern, um seine Pläne durchzusetzen. Das wird nicht leicht. Ich bin nicht sicher, dass Monsieur Macron alle Franzosen vereinen kann. Er wird nie gleichzeitig den extrem Rechten und den extrem Linken gefallen können. Er hat immer akzeptiert, dass er eine Art Bollwerk gegen die extreme Rechte ist. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen gibt sich durch ihre Niederlage nicht geschlagen. Wir arbeiten an der Zukunft, sagte sie heute. In ihrer Zukunft werden die Vorstädte mit ihren Einwanderern wohl keine zentrale Rolle spielen. Mohsin Feni glaubt aber, dass es ohne die Menschen hier nicht geht. Wir haben in den Vorstädten viele Talente, beim Sport, beim Rap. Die Vorstädte sind die Zukunft. Vielleicht schafft es der Präsident ja doch bald mal her. Denn, so steht es hier, wir sind Frankreich. Nicht nur in Frankreich, auch in Slowenien wurde gestern gewählt. Auch hier gewann mit Robert Golob ein entschiedener Befürworter der EU. Und das war dann auch heute Thema an den Finanzmärkten. Zu den Reaktionen jetzt mehr mit Susanne Daubner. Vertreter aus der europäischen Wirtschaft äußerten sich erleichtert über die Wahlausgänge. Der Euro reagierte dennoch nur kurzzeitig positiv. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Macron steht für Kontinuität im Herzen Europas. Mit Golob wird das kleine Slowenien künftig von einem Grünliberalen regiert, der bislang als Unternehmer einem Stromunternehmen vorstand. Zu erwarten wäre gewesen, dass der Euro aus Erleichterung über die beiden Wahlausgänge heute einen Freudensprung macht. Doch die Freude währte nur kurz. Der Euro bleibt fußlahm. Eine Entwicklung, die seit Anfang 2021 zu beobachten ist. Seither hat der Euro rund 12% an Wert zum US-Dollar verloren. Die Kurve spiegelt die Problemlage, in der sich Europa befindet. Die Angst vor einer Rezession und eine EZB, die die Inflation partout nicht mit höheren Zinsen bekämpfen will. Das schwächt den Euro, was wiederum Waren aus dem Ausland noch weiter verteuert. Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die SPD-Politikerin legte am Vormittag im Landtag in Saarbrücken den Amtseid ab. Bei der Wahl erhielt sie 32 von 51 Stimmen, 3 Stimmen mehr als die SPD-Abgeordnete hat. Das Kabinett wird morgen vereidigt. Rehlinger löst Tobias Hans von der CDU ab und führt von jetzt an die einzige Einparteienregierung in einem Bundesland. Die weltweiten Militärausgaben haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Friedensforschungsinstitutes SIPRI hervor. Danach stiegen sie auf insgesamt 2,1 Billionen US-Dollar. Die USA gaben mit 801 Milliarden Dollar am meisten für die Verteidigung aus. Russland steht mit 65,9 Milliarden auf Platz 5. Deutschland belegt mit 56 Milliarden Dollar Platz 7. Kehren wir zum Ende der Sendung noch einmal zum Krieg in der Ukraine zurück. Das Kiewer Sinfonieorchester ist gerade auf einer Europatour, was bis vor kurzem eigentlich noch undenkbar war. Denn manche der Musikerinnen und Musiker mussten nach Kriegsbeginn fliehen, andere blieben zunächst zu Hause. Nun spielten sie gemeinsam vergangene Woche in Warschau. Heute traten sie zum Auftakt ihrer Deutschlandtournee in Dresden auf. Die Konzerte sind sicherlich nur ein winzig kleiner Schritt zur Normalität angesichts der eigenen Erfahrungen und täglichen Bilder aus der Heimat, aber eben doch ein musikalisches Zeichen der ukrainischen Stärke und Kultur. Kathi Obermann und Claudia Reiser. Ein Musiker auf dem Weg zur Probe, quer durch Dresden. Was für Passanten völlig alltäglich aussieht, ist für den 22-jährigen Oleksij Pschenichnikow ein Ausflug in eine Traumwelt. Denn bis vor wenigen Wochen war an Musizieren, gemeinsame Proben oder Konzerte im klassischen Sinn nicht zu denken. Da war Oleksij nämlich noch in der Ukraine in der Nähe von Kiew. Artilleriefeuer, Tiefflieger und Bombenexplosionen krachten in seinen Ohren. Mit der Geige spielte er dagegen an. Sein Konzertsaal, das Wohnzimmer der Tante. My mom, sister, uncle, aunt, meine Mutter, meine Schwester, Onkel, Tante und Cousins haben zugehört. Ich spielte Bach, Partitas und Sonaten, Kreisler und ein bisschen Paganini. Das haben wir dann auch ins Netz gestellt für andere. Und jetzt also Dresden. Fast wie früher vor der Invasion. Ein Konzert in einem richtigen Konzertsaal. Unwirklich, aber wahr. Ich fühle mich, als wäre ich im All, als hätte ich keinen Boden unter den Füßen. Ich versuche, mich auf die Musik zu konzentrieren, aber sobald ich nicht mehr spiele, nicht aufmerksam sein muss, ist es wie ein Flug zum Mond. Ich kann das nicht erklären. Du bist hier, sicher, und dort sind die anderen. So viele, die nicht sicher sind. Ich fühle mich irgendwie schuldig. You're feeling guilty. Und dennoch, sie wollen spielen, ihre eigene Frontlinie verteidigen, wie Oleksij sagt, um zu retten, was ihnen wichtig ist. Die ukrainische Kultur, die eigene Musik. Ein erbitterter Kampf um kulturelle Identität und für die Männer auch ums Überleben. Es zerbricht einem das Herz, wenn man selber, so wie ich, Mutter dreier Kinder ist, 2 davon sind Söhne, wenn man weiß, dass viele ihre Söhne, ihre Ehemänner, ihre Freunde zurückhaben lassen müssen. Und dass auch die Musiker des Kiew Symphony Orchestras natürlich nur aus dem Land die Männlichen ausreisen durften mit einer Sondergenehmigung. Da kriegt man Gänsehaut. In nur einem Monat haben die Kiewer Musiker ihre Europatournee auf die Beine gestellt. Weil der Dresdner Kulturpalast innerhalb weniger Tage ausverkauft war,
dürfen diejenigen, die keine Karten mehr ergattern konnten, nun draußen auf dem Schlossplatz dabei sein. Ukrainische Musik hören von Komponisten wie Maxim Berezowski oder Miroslav Skorik, die es bisher in Deutschland noch in kaum einen Konzertsaal geschafft haben. Das ist wunderbar, dass uns das bewusst gemacht wird, was dieses Land zu bieten hat, welcher Schatz da zu heben ist. Und das ist eines der vielen Eigentore, die dieser Wahnsinnige geschossen hat. Dass er die Ukraine uns erstmal bewusst und uns näher gebracht hat, während er Russland selbst ins Abseits geschossen hat. Und damit stehen wir fast schon vor dem Mai. Zwar ist es erst am Sonntag soweit, der 1. Mai, aber Carsten, gibst du es dahin schon Wonnemonatswetter? Gab es ja heute schon Wonnemonatswetter, vor allem im Norden Deutschlands. Im Süden sah es hingegen ganz anders aus, aber deshalb mal für alle Menschen im Süden und im Südwesten, wo es heute Regenschauer und Gewitter gab. Auch solches Wetter konnte heute in Deutschland geboten werden. Ein Bild vom Sonnenuntergang von der Halbinsel Dars in der Ostsee. Die sonnigsten Orte heute lagen allesamt im Norden. Hier die Top 3. Und zwar am Ellenbogen in List auf Sylt 14 Stunden 19 Minuten, in Stralsund 14 Stunden 16 Minuten und auf Pellworm waren es 14 Stunden und 14 Minuten. Und auch morgen ist der Norden Deutschlands begünstigt in Sachen Sonnenschein. Aber schauen wir auf die Regenwolken und auf die Regenschauer, die sich gerade auch hier von Frankreich Richtung Baden-Württemberg, später nach Bayern weiter bewegen werden. Morgen dann die Hauptschauer und auch stellenweise Gewitterlinie vom Süden Nordrhein-Westfalens über Rheinland-Pfalz, Hessen bis nach Bayern hinein. Und erst am späten Abend lässt das Ganze deutlich nach. Die Temperaturen in der Nacht, dort wo es am sonnigsten ist, die Luftmasse ist noch nicht so richtig wonnig warm, ziemlich kalt. Im Norden minus 2 bis plus 3 Grad, sonst sind es 4 bis 9 Grad. Tagsüber die höchsten Werte, am wärmsten nördlich dieser Regenwolken, rund um die Magdeburger Börde und das Havelland rund 17 Grad, sonst sind es oftmals nur 12 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten, am Mittwoch letzte Regenschauer in der Osthälfte Bayerns, am Donnerstag hat schon wieder verbreitet viel Sonnenschein, auch im Westen und im Süden. Temperaturen bis zu 23 Grad. Fast schon sommerlich. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Im Ersten geht es jetzt weiter mit der Reportage Leben bei 50 Grad, wenn Hitze zur Bedrohung wird. Das Nachtmagazin mit André Schünke meldet sich um 0.20 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.